hatten im letzten Unterricht dann darüber gesprochen, was bedeutet es denn, dass Sie das Verbotene erlaubt haben? Haben Sie gesagt, gut, dann ist mithin Diebstahl erlaubt? Oder Sie haben gesagt, gut, Unzucht ist dann ab sofort erlaubt und der Konsum von Rauschmitteln ist erlaubt? Haben Sie das so gesagt? Das ist hiermit nicht gemeint. Hiermit ist gemeint, dass Sie auf heimtückische Art und Weise, ja, versuchen, die Gesetze zu umgehen. Und ich hatte ein Beispiel hierfür angeführt, nämlich das sogenannte Bay'ul-Rina. Das ist eine Handelsform, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam verboten hat. Aus welchem Grund? Der Handel ist ja generell erlaubt. Ahallallahu al-Bay' wa harrama al-Riba. Allah hat den Handel erlaubt und den Riba, das heißt den Zins, verboten. Manche Transaktionen, die wir in unserem Alltag ausführen, sehen aus wie ein Handel, sind aber im Kern Riba, also Zinsgeschäfte. Und manchmal ist es uns sogar bewusst. Deswegen machen wir sowas wie einen Scheinhandel, um das Ganze eben ein wenig abzudecken und das Verbot zu umgehen. Wir nennen das Rückkauftransaktion. Damit ihr das versteht, folgendes. Ihr seht hier links den Typen, den nennen wir mal Peter. Peter hat ein Auto zu verkaufen. Eigentlich will er sein Auto gar nicht verkaufen. Er will es eigentlich nicht verkaufen und er hat sich auch mit dem Käufer direkt oder indirekt verständigt, dass das, ja, nee, wir machen das nur so, nur offiziell, aber inoffiziell ist keine Handlungsabsicht da. Also hat Peter sein Auto verkauft für 8000 Euro in bar. Hier, dieser Kerl, der Hans, so, wer hat jetzt die 8000 Euro? Der Peter hat 8000 Euro bekommen. Was macht dann jetzt Hans? Hans verkauft es zurück, aber auf Rechnung. Okay? Peter sagt zu ihm, weißt du was, verkauf mir bitte das Auto wieder zurück, aber ich zahle nicht in bar, sondern wir machen das auf Rechnung. Nach einem Monat, nach einem Jahr, nach 6 Monaten, spielt keine Rolle. Und dann sagt er, gut, okay, aber für 10.000 Euro. So, was ist hier passiert? Was ist eigentlich die Absicht von Peter? Peter braucht Geld. Ja, es ist kein wirklicher Handel hier. Es geht nur darum, Peter braucht 8000 Euro. Und er findet niemand, der ihm 8000 Euro einfach so leiht, ohne dass er davon was hat. Und dann macht er mit ihm diesen Scheinkauf und so bekommt er 8000 Euro von Hans, muss Hans aber 10.000 Euro zurückzahlen. Versteht ihr? Das alles ist nur ein Schein- und Druckgeschäft. Das nennt man Bay'ul-Ina. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam das verboten. Dieser Handel ist nicht nur verboten, er ist ungültig. Das heißt, er hat keine Folgen. Er ist rechtlich nicht anerkannt. Der sündigt und ja, in dieser Form handelt es sich einfach direkt oder indirekt um einen Zinsvertrag. In der Realität ist es ein Darlehen. Das Auto wird nur dazwischen geschoben, das ist nur so ein Scheinhandel. Und diese Art von Hiyal, das nennt man Al-Hiyal, solche Art von Hiyal sind verboten. Denn sie widersprechen ja vehement den Vorsätzen oder den Absichten des Gesetzgebers. Richtig? Weil der Gesetzgeber hat es doch verboten, dass man zu Zinsgeschäften kommt. Und wenn man jetzt auf diese Art und Weise, auf diese hinterhältige oder heimtückische Art und Weise versucht, das Gesetz zu umgehen, wie kann das erlaubt sein, wenn es doch dem in Konflikt steht mit den Absichten des Gesetzgebers?